Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ja, ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einer neuen OMSI-Folge hier auf dem Kanal. Wir sind immer noch auf der Karte Bad Nauheim unterwegs, das Ganze heute auf der Linie 2. Und wir fahren vom Gänseacker, geht's Richtung Südstraße. Das Ganze hier mit den Scania Citywide 14 GN, glaube ich, war das Ganze. Und ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben das Bürgels Repaint drauf und schauen mal, ob wir das Ding heute hier fahren können, hier mit einem Gelenkbus. Die Straßen sehen ja hier schon mal sehr vielversprechend aus. Also von daher würde ich sagen, wir springen mal rein und schauen uns das Ganze erstmal an. So, erstmal natürlich den Schlüssel reingesteckt hier. Ah, da unten ist er. So, wir sehen 25. Oh ja, der ist ein bisschen länger, aber das sollten wir hinbekommen heute. Und ja, lassen wir das System erstmal hochfahren hier. Und dann schauen wir mal. Wir müssen ja jetzt wieder hier mit diesen komischen Passwörtern hier. So, ich hoffe, das funktioniert jetzt hier. 9691, bitte, bitte. Und 1805, bitte, bitte. Das passt sogar. Das ist ja spektakulär. So, wir sind heute auf der Linie 002 00 00 00 001. Schauen wir mal. Ach Gott. Also 001, nein. 2. 00 00 00 Und Ziel Südstraße, das stimmt. Einstieg Gänseacker, das stimmt tatsächlich. Und ja. So, warte auf den Datensatz. Okay, ja. So, von daher können wir jetzt hier die Zeit ein bisschen vorspulen. Und zwar das Ganze auf 20. Hallo. Können Sie ein bisschen heizen hier? Ja, guten Abend. Ja, ist noch nicht mal an. Oh. Das war jetzt natürlich wieder falsch. Böb. So. Entfernung bis Inspektion. Funk nicht verbunden. Ja, schön. Darf ich das Ganze hier nochmal? 9691 1805. So. Erstmal hier über Scheinwerfer hier. Scheinwerfer. Lichter an. So, das haben wir. Da war ja das schön. So, Linie 2, Südstraße, überhaupt Bahnhof. Da waren wir ja schon in der letzten Folge hier. Sind wir das Ganze mit dem Solobus gefahren. Von der Urbino Stadtbusfamilie. Und ja, also das ist hier auch ein sehr hübsches Modell eigentlich. Ich bin kein Fan von Scania, aber da habe ich schon mitbekommen, da streiten viele drüber tatsächlich. Mir ist das Ding einfach viel zu klobig, zu wuchtig, zu monströs, ja. Das ist halt echt kein hübscher Bus, ja. Wenn du den von außen siehst, ja, da denkst du dir manchmal so, Alter, warum, ja. Da ist mehr Plasse, ja, so als Fläche, so, ja. Guck doch mal, warum hat er denn hier so, ne, überdimensional breit einfach, ne. Ich meine, dadurch hat er natürlich ordentlich Platz, ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Aber ich finde das halt einfach, das muss nicht sein. So, Ticketverkauf. So, ein 25. Einzel. Aha. Hauptmenü. So. Ja, dann spulen wir einfach nochmal vor hier. Und zwar das Ganze auf 24. Hallo. Ja, wunderschön, 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 wunderschön. Und dann würde ich sagen, legen wir los hier. Warte mal, was ist da? Legen wir jetzt die Tür hier. So, allerdings, ja, muss ich hier wieder die Pfeile aktivieren. Alles klar. Also ich habe gesehen, eigentlich, also auf diese Linie fährt wohl ein Gelenkbus. Deswegen habe ich mich hier diesmal auch für einen Gelenkbus entschieden. Fichtenstraße. Fichtenstraße. Stimmt tatsächlich. So, das kann hier hinten ran wieder zu. Bisschen
Heizung anmachen, damit sie nicht wieder alle rummeckern. So, na denn, alles einsteigen. Ich finde so von der Linienplanung ist echt hübsch gebaut. Also auch schon die erste Linie, ne, die war schon, also ich würde jetzt nicht sagen abwechslungsreich, sie hat eine interessante Linienführung, halt eine normale, also so, dass man halt sich irgendwie, ne, das könnte auch eine echte Buslinie sein tatsächlich, die da existiert. Ne. Ich finde halt immer so abwechslungsreich, ja. Viele Linien sind nicht abwechslungsreich. Sonst würde ja jeder die Buslinie 100 bauen, ne, hier aus Berlin. Und dann hast du es nicht gesehen. Ne? Also es muss auch normale Linien geben, halt, die einfach nicht so spektakulär sind, die so am Schuss sind, weißt du. Und ich finde hier, er trifft es hier eigentlich relativ gut, ja. Also so mit der ersten Linie auf jeden Fall. So, na dann kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Hallo, guten Abend. Wunderschön, wunderschön, wunderschön. Wunderschönen. Ja, naja, also wie gesagt, Omsi Webtis, könnt ihr euch die Karte gerne euch mal selbst anschauen, wenn ihr das nicht schon bereits getan habt, weil sie ist ja auch nicht mehr so neu. Sie ist nicht mehr ganz so neu. Ich bin doch, ihr wisst doch, ich hänge auch mal ein bisschen hinterher, was so neue Linien angeht. Muss mich aber da ein bisschen selbst verteidigen. Ich bin da gar nicht mehr so drin. So. Ob es wieder neue Linien für Omsi gibt oder sowas. Ne? Bei Lotus kann ich sowas sofort sagen. Ja, so bei Omsi. Nein. Nicht mal bei Zusi kann ich euch das sagen. Ja, das ist dann natürlich schon schade. NAA Richtung Kreuzgrund. Rum. Fußgängerzone. Normalerweise ist hier Schrittgeschwindigkeit, ne? Aussteigen? Nö. Hm. Ich tippe einfach dort so auf, so passt schon. Guten Abend. Hallo. Abend. Abend. So. Weiteres Bild wieder mal für YouTube hier. Und dann geht's wieder weiter. Versuche ja auch immer so ein bisschen abzuwechseln, ne? Dass wir ihn halt nicht immer den gleichen Bus nehmen. Jetzt haben wir mal jemanden, der hier aussteigen möchte. Aus irgendeinem Grund geht mein Neoplan nicht mehr. Ich habe mir ein Update draufgezogen und seitdem streikt mein Neoplan. Ich kann ihn nicht mehr benutzen. Das ist voll ärgerlich. Jetzt muss ich mir den alten Donut wieder raussuchen, damit ich ihn wieder benutzen kann. Was hatte ich denn? Wir brauchen die Hilfspfeile. Hallo. Ja,
Die habe ich nämlich gerade für das Picture deaktiviert. Das ist natürlich ein bisschen unschön, ne? Wenn da hier schon, ne? Tick, 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 tick. Ach ja. Hier, wir müssen leider warten. Und wenn ich hier zu früh mal losrollen hier, natürlich auch mal ein bisschen blöd. Warum ich hier immer meine Verfügung schaffe, aber bei Susi nicht, das ist sowieso immer, ja, Kunststück. Also was ich da an Verspätung reinfahre, das ist unglaublich. Na, ich glaube, wir sind ja kein Kurzläufer, von daher geht es wieder links rum. Fühlt sich jetzt dadurch noch irgendwie lauter an, ne? Seitdem das Fenster offen ist. Die Fenster muss ich mal wieder zumachen, das ist zu laut. Hallo. Ja, wunderschön. Achso, warte mal. Wir wollten gar keine aussteigen. Hallo. Den nicht. Ich muss mal gleich weiterfahren. Und rechts rum. So, Nadine. Guten Tag. Guten Tag. Abend. Guten Tag. So, dann können wir schon wieder alle Türen hier schließen. Müssen aber wieder warten, weil wir wieder zu früh sind. Sind Sie mit? Nee, ne? Wir laufen nur an uns vorbei, oder? Ja. Hier will keiner mehr weiter mit. Gymnasium. Hallo. Hallo. Um 19 Uhr kommt ihr alle aus der Schule oder wie? Lehrerkonferenz. Guten Abend. Hier wurden die Zeugnisse doch besprochen. Hallo. Ach Mensch. So, so, so. Ja, das sind so typische Schulen, ne?
die sind schon räudig, wenn man sich das Ganze mal so betrachtet. Aber jetzt ist ja sowieso ein Großteil, ist ja jetzt Sommerferien ja ausgebrochen. Ja. Ihr Glücklichen, wirklich. Habt ihr jetzt 6 oder 7 Wochen jetzt Urlaub? Das nenne ich doch ein Kunststück. Das fand ich damals auch mal ziemlich geil in der Schule. Aber ich muss ja eigentlich gar nicht traurig sein. Ich habe ja auch bald wieder 2 Wochen Urlaub. Und freue ich mich natürlich drauf. Eine Woche werden wir wahrscheinlich nicht komplett da sein. Da sind wir dann weg. Ich werde natürlich gucken, dass trotzdem täglich in der Folge kommt. Selbstverständlich. So, damit ihr eigentlich in dem Punkt noch nichts mitbekommt. Und dann, ja, mal gucken. Auf jeden Fall freue ich mich da schon drauf. Ich bin ja leider nicht zu weit weg, wegen unserem Kleinen jetzt. Aber der würde eine lange Autofahrt noch gar nicht schaffen. Schulstraße. Der würde eine lange Fahrt noch gar nicht packen. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Tag, Manfred. Ja. Immer diese unfreundlichen Busfahrer. Nein, ich bin da nicht unfreundlich. Aber das ist manchmal, also wenn du da wahrscheinlich der millionsten Mal guten Tag sagen musst, ey, ich glaube, das würde mir auch auf den Sack gehen. Das würde mir auch auf den Senkel gehen. Ach, hier sind wir. Ah, okay. Oh, Bordstein. Oh. Oh, nächster Bordstein. So, jemand raus? Nö. Hallo. Da will keiner raus. Okay. Dies Post. Ich bin auf das neue Dresden-Update gespannt. Da soll ja ein weiteres Stück da wieder dazukommen, dass man dann befahren kann. Da bin ich ein bisschen gespannt drauf, tatsächlich. Die Dresden-Karte, die hat in meinen Augen schon sehr, sehr gute Ansätze. Ich bin mal gespannt, ob die Qualität so beibehalten kann. Manchmal wisst ihr ja, wie das ist, ne? Da ist der Anfang richtig geil, ne? Und dann ist es einfach nur schwach, denn. Oder wahrscheinlich ist es wie bei jedem einzelnen Kinofilm, ja? In der Pause, in der Werbung, wenn ihr das Ganze guckt, laufen wirklich die ganzen interessanten Sachen so, weißt du? Und wenn du dir den Film dann anschaust, dann ist das alles eigentlich so, naja, so ein Bene oder so, weißt du? Ah, freue ich mich drauf. Freue ich mich drauf. Wir sind auf 30. Ich fahre selbst mit meinem Fahrzeug immer 10 km schneller als wie angegeben. Michelsbergstraße. Hast du 15 Euro Bußgeld, aber kriegst keine Punkte. Boah, pst. Ne? Habt ihr nicht gehört? Ja, tut mir leid, jetzt musst du laufen. Kann ich jetzt nicht ändern. Guten Tag. Aber eine sehr schöne Karte eigentlich. Die macht Spaß zu fahren halt. Die macht Spaß zu fahren. Sommer hier.
Sie haben mal Glück gehabt, ne? War ja hier mit dem aufgesenkten Bordstein hier. Wenn ich die cool gefunden hätte, aber wir haben es auch so geschafft. Niederfelder Weg. Jo. Und wir sind auch schon wieder fast am Ende, glaube ich, ne? Wann war Ankunft? 54 oder so, oder? Dann sind wir uns noch nicht am Ende. Dann noch nicht. Ah, genau, hier ist nämlich die Albert Einstein Schule. Albert Einstein Schule. Bordstein wieder mit. Guten Abend. Hallo. Da ist noch ein bisschen Fahrtweg hier vor uns. Guten Abend. Oh, schon sagen Hallo. Jetzt hier. Das ist hier Schlagabtausch. Hallo. Ach nee. Also lang ist es nicht mehr. Lang ist es nicht mehr. Oh, jetzt muss ich mal nachgucken. Was steht hier? Ja. Schön die Hecke mitgenommen. So läuft's. Ja. Kollegen! Gegrüßt. So muss das sein. Ich finde, du hast auch bei dem Bus hier irgendwie kein Feeling, ja. Du jetzt schneller unterwegs bist oder nicht so. Da jetzt für eine Zahl. Hallo. Steht da minus 2, oder? Also müssen wir wohl schon wieder warten hier. Relativ einfachen Wald gebastelt hier, ne? Also. Ist okay. Schöne Objekte hat er gefunden. Ja doch. Das sieht doch eigentlich ganz passabel aus. Hätte ich mir auch ein bisschen so meinen Forsthausen vorgestellt. Aber naja. Sollte halt nicht sein. Aber hier muss man wirklich sagen, wieder mal, finde ich persönlich sehr gut, wie gesagt, die selbst eingesprochenen Hallo. Ansagen und nicht so eine dämliche Computerstimme, die dann so wirklich blechern klingen, ja, wo du einfach nichts verstehst. Halt. Verstehe nicht, warum Leute auf sowas immer zurückgreifen, auf ihren Karten.
Ich meine, ein bisschen Mut zu sich selbst finden, das kann doch nicht so schwer sein, oder? Das eigene Ego, es muss so kaputt sein, wenn man dann halt... Oh mein Gott, die Stimmen... Ja, man sagt ja, meine Stimme ist einzigartig. Nein. Boah, ich weiß, ja, Entschuldigung, ich war ein bisschen zu schnell. Also ich persönlich finde selbst eingesprochene Ansagen besser. Ja, da gehe ich als Beispiel ran, weil ich es ja halt auf meine Forsthausen auch schon selbst gemacht habe. Und hier haben wir halt noch einen Kandidat jetzt mit Bad Nauheim. Zu jammern da hinten. Musst du mal die Kurve nehmen hier. Oh, ein Lidl. Ja, ich will mal raus. Also finde ich persönlich halt besser. Ne? Ich merke, dass ich langsam sicher müde werde. Das ist schon... Oh, die Woche war so anstrengend, ja. Die war so, so anstrengend. Naja. Alles geht vorbei, ne? Sagt man auch mal so schön. Südstraße, Endhaltestelle. Bitte alle aussteigen. So, damit sind sie alle ausgestiegen. Tja, Leute, das war's. Das war's von der Karte Bad Nauheim. Und ja, wie gesagt, zwei Linien. Eine Nachtlinie gibt's noch. Die sparen wir uns allerdings, die Nachtlinie. Gibt natürlich nichts großartig zu sagen. Ich meine, es ist jetzt natürlich kein absolutes Highlight. Ja, also so eine Karte wie Ruhrau, naja. Da fehlt noch ein bisschen was, aber ich finde, sie hat sehr gute Ansätze. Das ist eine richtig schöne Linienführung. Ja, es gibt eine kurze Linie mit 20 Minuten, dann gibt es etwas längere mit 25 Minuten. Finde ich, reicht auch vollkommen in Ordnung. Ich mag keine Strecken, die über eine Stunde lang sind oder sowas. Aber das ist ja auch schon wieder verschieden, ne? Da ist ja auch schon wieder jeder anders. Und also ich finde, die ganze Aufmachung, wie er das Ganze so gebaut hat, so hätte ich mir... Ehrlich gesagt, Forsthausen vorgestellt, ja, wenn ich das mal irgendwann mal wirklich mal richtig in Angriff genommen hätte und mich mal wirklich weiter in OMSI-Editor reingefuchst hätte und alles sowas, ne? Also ich finde die Karte, die ist sehr, sehr gut gelungen halt. Und wie gesagt, auch selbst eingesprochene Ansagen, ist auch nicht groß, irgendwie 700 MB oder sowas. Ich hatte alles da gehabt, also ich musste nichts noch extra zusätzlich installieren oder mir fehlten keine Dateien oder sonstiges. Ja, also von daher eine wunderschöne Karte. Mal gucken, vielleicht kann man ja daraus... später mal mehr machen, ne? Falls der Entwickler jetzt zufälligerweise das Video hier entdeckt, Fehler findet oder sonstiges, der kann ja gerne mal in die Kommentare posten, ob er da irgendwie weiterbaut oder ob es das finale Ende dieser Karte ist, so zwei Linien nochmal dazu und schon hättest du eine schöne Karte wahrscheinlich, wo du eine schöne Leitsternfahrt machen könntest. Oh, oh. Bedarf ja keine 20 Linien, aber so 3, 4, 5 Linien wären schon schön. Gut, ihr Lieben, ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt hier. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst den Like da oder schreibt es in die Kommentare. Und sonst würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns zum nächsten Part hier wiedersehen, wenn es weitergeht mit OMSI. Ich verabschiede mich, sage danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und natürlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss.